Das kam vor 2 Stunden aus Bogota. Lassen Sie Karl Mandel frei. Oder wir greifen eine große Stadt im Westen an. Wir haben eine Woche, um unsere Forderungen zu erfüllen. Mandel, das ist doch der Typ aus Kolumbien, oder? Der muss wichtig sein, wenn Sie ihn so gern zurückhaben wollen. Was hat er gesagt? Strachan? Nichts. Wir haben ihn den Kolumbianern übergeben. Die können viel direkter sein als wir. Er sitzt in Bogota im Knast. Dort könnten die zuschlagen. Das ist ein Bluff. Die Kolumbianer sind keine ernsthafte Bedrohung. Ist egal, Team Blau ist wegen Nachforschungen bereits auf dem Weg nach Kolumbien. Ein Scheißland, da haben wir Foley verloren. Die Südkoreaner, die sie gefangen haben, gehören zu einer messianischen Sekte. Sie hatten Kontakt zu dem Kult, der in Tokio mit Saringas zugeschlagen hat, damals 1995. Tokio? Ich war schon immer scharf auf den Trip nach Japan. Nicht Japan, es geht in die Ukraine. Der Kalte Krieg ist vorbei, ist die Ukraine nicht unser Freund? Wenn Sie erlauben, Sarin ist sehr leicht herzustellen. Die Ausrüstung und die Chemikalien konnten zu einer Pestizidfabrik in der Ukraine zurückverfolgt werden. Wir greifen doch keine Verbündeten an. Doch, das tun wir. Die ukrainische Regierung hat unserem Einsatz bereits zugestimmt. Na klar. So riskieren sie keine eigenen Leute und können alles abstreiten. Connors, pass bloß auf, wohin du schießt. In der letzten Sarin-Fabrik hättest du uns fast alle vergast. Ukrainische Gastanks sind stabiler als die im Irak. Ja, sicher. Ich halte die Gasmaske bereit. In dieser ehemaligen sowjetischen Pestizidfabrik wird Saringas hergestellt. Ein Blackhawk setzt sie hier ab. Sichern Sie Ihre LZ, den Hof und das Foyer. Zerstören Sie die Saringas-Anlagen mit Hilfe von Sprengstoff. Die Ventile regeln den Sarin-Durchfluss in der Fabrik. Zerstören Sie die Ventile, um das Sarin in den Tanks zu isolieren. Sammeln Sie Informationen über die Terroristen und deren Organisationen. Versammeln Sie Ihr Team nach dem Einsatz am Abholpunkt, um sich ausfliegen zu lassen. Okay, daran kann ich mich auch überhaupt nicht mehr erinnern. Das sind so ein paar vereinzelte Level, die ich noch so ein bisschen im Kopf habe. Dazu zählte halt das eine mit den Hubschraubern, das war glaube ich das zweite Level, wo ich eigentlich dachte, das kommt erst viel, viel später. Und an ein paar Winterlevel kann ich mich noch erinnern, dass wir auch mit dem Panzer, glaube ich, gefahren sind. Okay, hier gibt's noch ein bisschen was zum Lesen. Dr. Franklin, der Name sagt mir was. Also Franklin gab's, glaube ich, schon im ersten Teil mal. Hatten wir den dann nicht auch irgendwie rausgeholt oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja, hat die Sarine-Zylinder nochmal von vorne. Dr. Franklin hat die Sarine-Zylinder, die wir in Südkorea sicherstellen konnten, zu einem ehemaligen sowjetischen Pestizidfabrik in der Ukraine zurückverfolgt. Ihr Team muss die Fabrik sichern und alle Anlagen zur Herstellung von Sarin stilllegen. Sammeln Sie in der Anlage so viele Informationen wie möglich. Wir müssen mehr über die Terroristen und ihre Organisation herausfinden. Es ist zwingend erforderlich, dass wir alle Sarin-Lieferungen lückenlos nachverfolgen, die in dieser Fabrik ihren Ursprung hatten, damit es nicht zu weiteren Sarin-Angriffen kommt. Wegen der Dringlichkeit dieses Einsatzes werden sie bei Tageslicht abgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die Terroristen versuchen werden, ihre Landung zu verhindern. Sichern Sie Ihres LZs, bevor Sie in die Anlage eindringen. LZs, würde ich mal sagen, Landezone, oder? Gebiet sichern! Alles abriegeln! Ah, das finde ich mal cool. So, wir nehmen gleich mal Jungen, weil ich sehe hier gerade... Ich dachte, wir sind schon im... Also wir sind im Stehmodus, dachte ich. Das verwirrt manchmal ganz schön. Oh, hier. Ah, hier oben war noch einer. Oder? Also vom Optischen her finde ich das Level schon mal ganz cool.
Ja. Na, ich dachte, das explodiert gleich. Ah, hier spawnen sie auch neu. Wir werden angegriffen. Was war das? Eine Granate oder was? Hab ich jetzt gar nicht mitbekommen. Wo kam die denn her? Ja, wo ist denn die Granate gelandet? Fick dich. Aber ich habe scheinbar eine andere Waffe jetzt, ha? Ja. Nein, du sollst heilen. Ah, die ist viel besser, die Waffe, also die wir davor hatten. Also die Connors davor hatte, die war ja wirklich Kacke. Die hat manchmal kaum Schaden gemacht. Ja komm, ey, warum liegt ein Bradley jetzt schon wieder am Boden? Willst du mich verarschen? Glatter Durchschuss. Ich bin jetzt fertig. Ich hab doch gerade irgendwo noch einen Feind gesehen. Ja, dort. Infanterie gesichtet! Attack! Ja, komm. Okay, da war ich schon tot. Ich würde mal sagen, Bradley und Sherman, die bleiben erstmal hier. Connors heilt sich auch erstmal. So, und wir rücken jetzt erstmal vor. Ja. Erstmal hier oben lang. Okay, das ist was für Connors. Ja, die kann ich leider nicht mitnehmen. Auf geht's. Ah, zur Not weiß ich ja wo. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ui, das ist ein ganz schön riesiges Gebiet, oder? Warte mal, gibt's hier noch was? Okay, hier geht's runter. Ah, hier geht's bloß raus. Okay. Boah, die ist so gut. Ja, gut.
Huf gesichert. Okay. Ja. Das ist halt, wir können die nicht in der Hocke nehmen. Ja. Ja, komm, wir schauen uns erstmal hier um. Das ist so ein großer, weitläufiger Bereich. Oder was heißt weitläufig? Das ist alles so verwinkelt. Hey! Hä? Ich habe mit Schrotflinten hier. Ich komme nicht raus. Diese Scheiben lassen sich durch nichts zerbrechen. Ja, ich muss mich mal heilen. Ich werde hier beschossen. Okay, hier ist ein bisschen Schaden. In Deckung! Hä? Ach so, ich dachte, es war jetzt auch so ein Wissenschaftler. Sohle gesichtet. Ach so, soll ich die sprengen? Eins erledigt. Wir werden angegriffen. Ah, okay. Nach unseren Erkenntnissen müssen noch zwei Konsolen zerstört werden. Ach so. Wir müssen wahrscheinlich erstmal die Konsolen zerstören. Hier waren wir scheinbar schon. Ach so, das ist das jetzt. Ja, ne, ich werde erstmal gleich zurückgehen, mich mal ein bisschen umschauen. Boah, ich weiß nicht, wo ich zuerst lang soll, ey. Boah, also das war beim Vorgänger nicht so, oder? Also zumindest kam mir das nicht so extrem verwinkelt vor. Ach so, das ist das wieder? Ja, wir schauen erstmal nochmal auf den Hof, ob es da irgendwas gibt. Ist gerade ein bisschen hin und her gerannt, sorry, aber es geht gerade nicht anders. Aber schön Munition. Ich weiß nicht, ob das besser wäre, die Videos vielleicht unter Blind einkategorisieren. Ja, nee, aber ich denke mal, das werde ich lassen. Weil wie gesagt, ich habe es ja schon ein, zweimal durch, aber es ist einfach schon so lange her, dass ich nicht mal weiß. Also, GTA Liberty City Stories hatte ich unter Blind einkategorisiert, weil ich da auch nichts mehr wusste. Aber das hatte ich zugegeben, plus einmal durch halt. Hatte ich auch schon im Let's Play selbst gesagt. So, gehen wir erstmal hier lang. Boah, hier geht's ja noch weiter. Also diese ganze Verwinklung.
Ach so, das sah jetzt bloß krasser aus. Ey, fick dich doch. Kann doch nicht wahr sein. Boah, die Bilder und Schrotflinten, die sind heftig. Siehst dir rein, Soldat. Vor allen Dingen, wir haben ja hier nicht allzu viel Medipacks. Wenn ich bedenke, so in den Vorgängen, und da hat es Zimbe manchmal rumgerannt, haben über 50 Medipacks manchmal mit uns rumgetragen. Aber gut, die gehen manchmal weg wie nix. Also gerade in Konflikt Vietnam, da war das auch schon krass. Hä? Ah, okay. Das sind Befehle. Ah, stimmt, ja, das sind hier diese einsamen Befehle. Hier, ja, holt hier das und das. Okay, hier haben wir noch ein paar Medipacks. Sollen wir hier etwas machen? Also der Tank ist gerade ein bisschen verdächtig. Bloß die baut doch nicht einfach jetzt so einen Weg runter. Für nix, oder? Ja, wahrscheinlich bloß für die... Ja, okay, wir gehen erstmal weiter. Beziehungsweise wieder zurück. Warte mal, wir schauen einfach mal. Information, Pumpventilator oder Steuerkonsolen. Also von jetzt irgendwelchen Tanks ist jetzt keine Rede. Ah, okay, hier müssen wir noch weiter. Also hier waren wir noch nicht. Verriegelt. Wir müssen die Tür von woanders aus öffnen. Boah. Verstanden. Sehen Sie mal nach, was Sie finden können. Ich hoffe bloß, dass ich jetzt nichts übersehen habe. Bloß das geht ja auch nicht auf. Verriegelt. Alles verriegelt. Munition habe ich gerade gelesen, oder? Ja. Hier ist nichts. Die geht nicht auf. Verriegelt. Wir müssen den passenden Knopf finden. Hä? Ich war doch jetzt schon überall. Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Was für ein Knopf? Habe ich jetzt irgendwas vielleicht da unten übersehen oder was? Die Türen, die sind alle verriegelt. Das gibt's doch gar nicht. Also das ist schon mal weggesprengt. Hier ist nichts mal zum Drücken. Aber Munition. Also ich bin jetzt echt gerade etwas überfragt. Da ist die Tür. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Was machen Sie da? Was machen Sie denn da? Nein! Das muss man natürlich erstmal wissen. Ja, Kollege, geh mal weg. Ein Laptop, genau das, wonach Sie gesucht haben. Boah, der Penner, der schießt auch noch. Ah, von innen geht's. Oh, Munition. Sehr schön. So, erstmal zum Laptop. Lade die Daten hoch. So, und Verriegelung. Analysiere die Daten. Wäre aber keine schlechte Idee, jetzt vielleicht mal zu speichern.
Weil offene Türen heißt natürlich, dass auch wieder Feinde kommen. Daten sind in zwei Teile gesplittet. Wir brauchen beide Teile, bevor wir mit dem Entschlüsseln beginnen können. Okay, wo gehen wir zuerst hin? Ist jetzt die große Frage. Ach du Kacke! Ein riesiger Bereich hier.